Du bist ja jemand, der sich im Fußball auskennt. Und es gibt Sprüche von Menschen, die haben, ich will nicht Fauxpas nennen, aber die haben lustige Sprüche in die Weltgeschichte raus. Und ich bin mal gespannt, wie viel du errätst oder von denen, die das wirklich ausgesprochen haben. Wie zum Beispiel, ich glaube, dass der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter schlagen kann. Oh, wer hat das gesagt? Ich habe schon mal gehört. Ja. Ihr kennt euch auch, glaubt mir. Ja, ja, ich glaube, dass wir uns kennen. Aber ich weiß es nicht mehr. Aber ich hab schon gehört. Berti Vogts. Ja, ja, genau. Ja, aber der nächste, wo ich den zum ersten Mal gehört habe, musste ich mich mehrmals umziehen, weil ich mich so eingenässt habe. Solche Rudi Rude, warte, ich komme neu rein, warte. Solche Rudi Rude Rufe gab es vorher nur bei Uwe Seeler. Das weiß ich nicht, wird das gesagt. Gerd Rubenbauer. Nein. Junge, auf sowas kommst du als Comedian noch nicht. Da kommst du nicht drauf. Da kannst du nicht drauf kommen. Ja? Oder es ist wichtig, dass man 90 Minuten mit voller Konzentration an das nächste Spiel denkt. Ja, aber ist der lustig? Lothar Matthäus. Ja, ist der. Ja. Natürlich, du sollst ja während des Spiels auf dieses Spiel dich konzentrieren, nicht auf das nächste. Ach, hat er gesagt, auf nächstes Spiel? Ja. Ah. Habe ich vielleicht falsch betont. Das ist Schnee von morgen, den kennt jeder. Das ist Schnee von morgen, ja. Christoph Daum? Nee, Jens Jeremies. Ach so. Hätte ja sein können. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber Deutschland spielt in Bochum gegen Ghana und Johannes B. Kerner sagt, die Mannschaft von Ghana erkennen sie an den gelben Stutzen. Vorm Fernseher. Sehr vorsichtig ausgedrückt. Ja. Ja. Muss vorm ja aufpassen. Fernseher zusammengebrochen. Man muss wirklich, ja beim Fernsehen aufpassen, was man sagt. Er hat aber gesagt, ich schlage Ihnen vor, Sie halten sich die Augen zu, ich sage Ihnen jetzt die Bundesliga-Ergebnisse. Aber der größte Satz, und ich habe ihn tatsächlich kennengelernt und habe ihn tatsächlich schätzen gelernt, weil er sich lange mit mir unterhalten hat und ein total netter Typ war. Ja? Erich Ribbeck hat mal gesagt, pass auf, ich muss mich eben benässen. Ja, grundsätzlich werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv sind oder objektiv. Wenn sie subjektiv sind, dann würde ich an meiner objektiven Linie festhalten. Wenn sie objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiv-subjektiven geäußerten Meinungen der Spieler mit meinen objektiven einfließen lassen. Auf so, hör mal, nee, glaub mir, da sitzt die Presse. Das haben die selbst nicht verstanden. Nee. Das hat die Presse auch nicht verstanden. Ich habe ihn auch gefragt, ob er den Satz selber noch, den kriegt er auch nie wieder hin. Nee. Der ist schwer. Aber Andi Bremer hat mal gesagt, von der Einstellung her stimmte die Einstellung. Das ist Weltklasse. Ja, aber von dir hat mir immer am besten gefallen, die Medaille hat zwei Seiten. Ja, aber ich glaube, den habe ich gar nicht gesagt. Den haben irgendwann mal haben sie gesagt. Ich glaube, die schreiben auch manchmal nur einen Namen drunter. Ne? Ja, das ist, also es gibt wirklich so ganz viele Dinge, so, ja, wo ich mich nicht dran erinnern konnte, dass ich die vielleicht gesagt habe oder auch nicht. Von dir gibt es eine Seite, gibt es von vielen. Gerd Rubenbauer hat wirklich die meisten. Und einmal war ich wirklich live, habe mir das Spiel angeguckt, Frankreich gegen Jamaika. Und da wurde gerade eingeführt, dass die Nachspielzeit angezeigt wird. Und die war in der ersten Halbzeit eine Minute. Und Gerd Rubenbauer sagt, Jamaika wechselt den Torwart aus. Naja, das ist mein Humor. Da kann ich viel zusammenbringen. Das kann man schon mal verwechseln. Ja, ja. We'll be right back.